Yu-Gi-Oh! Ist wahrscheinlich der bekannteste, wenn nicht sogar auch der beliebteste Kartenspiel-Anime, der jemals erschaffen wurde. Insgesamt 8 Serien und ein paar Filme umfasst das Franchise derzeit. Wobei natürlich gerade die ersten drei Ableger hier eine große Fanbase haben. Der Weg von Japan nach Deutschland war für den Anime mit einigen Umwegen und Änderungen verbunden, wo das amerikanische Unternehmen 4Kids eine sehr wichtige Rolle gespielt hat. Doch im März 2002 kündigte CTM an, zusammen mit RTL 2 die Serie im deutschsprachigen Raum zeigen zu wollen. Nach ein Jahr Wartezeit flimmerte dann endlich das hier über die Fernsehbildschirme. Zeit für ein Duell. Und damit brach auch bei mir in der Schule das große Kartenspielzeitalter an, wobei ich selbst nie gespielt, sondern immer nur Karten gesammelt habe. Natürlich waren es nicht nur die Karten, die begeistert haben, sondern auch die Charaktere, allem voran Yami Yugi. Einfach cool, lässig, zwei Gürtel und nicht zu vergessen mit der deutschen Stimme von Trunks aus Dragon Ball Z. Einfach innerhalb kurzer Zeit hat Sebastian Schulz zwei so genialen Figuren seine Stimme geliehen, die ihn bis heute im Anime-Bereich große Beliebtheit bringen. Aber allgemein war die Sprecherauswahl bei Yu-Gi-Oh! Extrem gut. Verantwortlich dafür war Bikini Studios unter der Leitung von Guido Schwarz bzw. Kuraoka Entertainment unter der Leitung von Mitsuko Kuraoka. Der Name Kuraoka kommt vielleicht noch den einem oder den anderen bekannt vor, denn die Synchronsprecherin Robina Naht ist nämlich die Tochter von Mitsuko Kuraoka und sprach in Yu-Gi-Oh! Thea Gartner. In einem Interview mit Erik von Sagma TV erzählte sie ebenfalls, dass ihr die Rolle sehr viel Spaß gemacht hat, besonders weil es eine ihrer ersten größeren Rollen war. Gleichzeitig hat sie auch zugegeben, dass sie nur durch ihre Eltern an unter anderem Thea gekommen ist, die sie auf alles, was irgendwie ging, besetzt haben. Bevor die Bikini Studios und Kuraoka Entertainment sich an Yu-Gi-Oh! Gesetzt haben, hatten sie bereits Anime-Erfahrungen sammeln können mit Astro Boy, Karekano oder Angel Sanctuary. Astro Boy war sogar noch ein besonderer Fall, weil Kuraoka Entertainment sich hier gleichzeitig als Publisher zeigte, blieb aber ihr einziger Titel. Dialogbuch und Regie übernahm für Yu-Gi-Oh! Mario von Yasharov, die deutsche Stimme von Mickey Maus. Er selbst hat dann auch noch Weevil Underwood gesprochen. Noch ist es ein kleines Kügelchen, aber der Kokon der Evolution wird das schnell ändern. Ein großes Problem, welches ich ja bereits in der Einleitung angesprochen habe, war, dass die Serie über 4Kids zu uns kam und somit die deutsche Fassung vollständig darauf basiert. Und damit meine ich nicht nur die Zensur, Schnitte oder Musik, sondern selbstverständlich alle Dialoge. Heißt, neben den Texten dienten auch die US-Sprecher als Vorlage für die Auswahl der deutschen Synchronsprecher. In meinen Augen nicht weiter dramatisch, da ich wirklich happy über den Cast bin. Da haben wir unter anderem Konrad Bösherz als Yugimoto, den wir zuvor bei RTL 2 bereits als Takato aus Digimon Tamers hören durften. Ziemlich guter Zug, aber nicht gut genug. Ich werde nicht aufgeben. Großvater zählt auf mich. Gerrit Schmidt-Voss, die deutsche Synchronstimme von Leonardo DiCaprio als Seto Kaiba, Robin Kahnmeier alias Son Gohan oder Matt als Joey Wheeler oder auch David Nathan als erste Stimme von Yami Bakura, den wir alle natürlich als deutsche Standardstimme von Johnny Depp kennen. Und das waren wirklich nur ein paar von dem Hochkaräter-Cast. Obwohl sich die deutsche Fassung an die US-Fassung orientiert, gibt es hier doch einen größeren Unterschied, den es selbst in Japan nicht gab. Denn Yugi und Yami Yugi werden in Deutschland von zwei verschiedenen Sprechern gesprochen, also Konrad Bösherz und Sebastian Schulz. Während in den USA mit Dan Green und in Japan mit Shunsuke Kazama ein und derselbe Sprecher beide Rollen übernommen hat. Gleiches gilt hier für Bakura, der hier einmal von Konstantin von Yasharov und in der bösen Form von David Nathan bzw. in der letzten Staffel von Peter Reinhardt gesprochen wurde. War wahrscheinlich eine Bauchentscheidung und half natürlich, die unterschiedlichen Formen besser unterscheiden zu können. Lustigerweise ist es bei Detektiv Conan bei uns genau andersrum, wo Tobias Müller den kleinen und großen Shinichi spricht. Da die Dialoge bereits von 4Kids deutlich verharmlost wurden, gab es keine weitere Zensur. Statt dem Tod gibt es halt das Reich der Schatten bzw. im Englischen Shadow Realm. Die Charakternamen blieben dieselben wie bei 4Kids. Kartennamen wurden ins Deutsche angepasst. Aber ein paar Übersetzungsfehler haben sich hier und da ebenfalls eingeschlichen, wenn zum Beispiel plötzlich eine Feinkarte zu einer Zauberkarte wird. Also trotz super Sprecher und Sprecherinnen war die deutsche Version nicht perfekt. Und in den 3 Jahren Bearbeitungszeit der ersten Serie inklusive Capsule Monsters kam stellenweise zu Sprecherwechseln, die dann teilweise nur für eine Episode waren. Yami Bakura habe ich ja bereits erwähnt. Da alle Formalitäten soweit erledigt sind, könnten wir doch eigentlich mit dem Duell loslegen. Legt die 7 Gegenstände in diesen Stein und euch wird ultimative Macht zuteil. Aber auch Odeon hatte 3 verschiedene Sprecher mit Helmut Kraus, Jürgen Klugert und Karl Schulz. Oder Mokuba wird für 4 Folgen zwischendurch vom Bakura-Sprecher gesprochen und nicht von Ricardo Richter. Kann natürlich bei so einer langen Serie auch mal vorkommen. Hey Seto!
Was ist das? Yugi wird doch bei seinem nächsten Angriff diese Fälschung vernichten. Ärgerlich ist sowas irgendwie dennoch. Lustigerweise hatte Irena von Bentheim, die Sprecherin von My Valentine, einmal in einem Interview gesagt, dass sie bisher nur einmal eine Rolle abgegeben hat. Und das soll Mai gewesen sein, weil ihr der Anime zu brutal wurde. Ein Sprecherwechsel gab es aber nie. Ob sie die Rolle mit einer anderen Serie verwechselt hat oder ob sie Mai erst dann abgegeben hat, als sie eh in der Serie keine Sprechrolle mehr hatte, ist ein kleines Rätsel. Zwischenzeitlich erschien 2004 noch Yu-Gi-Oh! Der Film, welcher auch in den deutschen Kinos landete und über 270.000 Fans anlockte. Im Gegensatz zu der Serie wurde der Film jedoch von Interopa Film synchronisiert, die zuvor für die deutsche Bearbeitung von Chin-Chan zuständig waren. Viel gibt es hier nicht zu sagen, außer dass Mokuba seinen dritten Sprecher hatte mit Hannes Maurer. Der hat gesagt, du sollst unbedingt deine Dual-Disc mitbringen, sofort! Ich kann mich nur wiederholen, dass ich trotz der US-Version als Grundlage die deutsche Fassung echt mag, was nun mal zum Großteil an diesen legendären Cast liegt. Meine Begeisterung hört aber bei der ersten Serie nicht auf, sondern ging 2006 noch mit Yu-Gi-Oh! GX weiter. Die deutsche Bearbeitung übernahm erneut die Bikini Studios und Kuraoka Entertainment und ebenfalls Mario von Yasharov kehrte für die Regie zurück. Nur leider blieb weiterhin 4Kids am Ball, was dieselben Einschnitte mit sich brachte wie bereits beim Vorgänger. Mit Julius Jelinek, der zu der Zeit im Anime-Bereich noch nicht viel gemacht hatte, außer ein paar Episodenrollen, wurde meiner Meinung nach der perfekte Jaden Yuki besetzt. Seine energische Stimme war wie für Jaden geschaffen. Und wir finden heraus, ob ich mich mit dem Besten messen kann. Und auch beim restlichen Cast waren wieder viele bekannte Namen zu lesen, wie Hans Holbein alias Patamon als Chumli, Tanja Kahana, die wir als Nagisa aus Pretty Cure kennen, als Alexis, Tobias Müller, unser Shinichi und Conan als Bastion oder Santiago SpongeBob Ziesma als Crowler. Das einzige, was man der Sprecherauswahl wohl ankreiden müsste, wären ein paar Doppelbesetzungen in Bezug auf die erste Yu-Gi-Oh! Serie. So hören wir hier wieder Konstantin von Yasharov als Cyrus, der noch zuvor Bakura gesprochen hatte, Dennis Schmidt-Voss als Zane, vorher Duke Devlin, oder Marius Clarin als Jesse, vorher auch Rex Raptor. Gibt selbstverständlich Schlimmeres, aber da beide Yu-Gi-Oh!-Serien aufeinander aufbauen und alle relativ prominente Rollen in Duel Monsters hatten, hätten sich bestimmt Alternativen finden lassen können. Ultra schade war leider, dass nie die komplette Serie synchronisiert wurde, da die letzte Staffel nie in Deutschland erschienen ist. Die Thematik habe ich ja bereits ausführlich in einem extra Video behandelt. Um es kurz zu fassen, 4Kids hatte die letzte Staffel von GX selbst nicht ausgestrahlt und somit gab es keine Fassung, die von RTL 2 hätte lizenziert werden können. Als KSM 2015 die Serie auf DVD ankündigte, gab es kurz Hoffnung, dass die fehlenden Folgen noch erscheinen würden. Doch die Ankündigung war leider nur übereilt und nicht final, weshalb bis heute ein Release von Staffel 4 ausbleibt. Für Bikini Studios und Kuraoka Entertainment war es dann bedauerlicherweise die letzte Yu-Gi-Oh! Serie, an die sie Hand anlegen durften. Für die Fortsetzung wurde ein anderes Studio beauftragt, was ein bezeichnendes Bild für die Situation abgab. Laut Rubina Nath wollten RTL 2 und andere Publisher Geld sparen und andere Studios haben Aufträge für deutlich weniger Geld angenommen, was am Ende dazu führte, dass die Studios leider schließen mussten. Die letzte große und richtig bekannte Produktion von Bikini und Kuraoka war noch Avatar, der Herr der Elemente. Als dann 2009 Yu-Gi-Oh! 5Ds bei RTL 2 an den Start ging, änderte sich bis auf das Synchronstudio erstmal nicht viel an der bekannten Situation. AP übernahm dann RRP Media bzw. zu der Zeit vielleicht noch unter dem Namen MME Studios die deutsche Bearbeitung und so erstaunlich es klingen mag, das blieb auch bis heute so, egal ob Serie oder Film. Und ein Name wird in dem Zusammenhang immer wieder fallen, nämlich Jan-Fabian Krüger. Man könnte ihn auch Mr. Yu-Gi-Oh! Nennen. Seit 5Ds war er jedes Mal am Dialogbuch beteiligt und zum Großteil sogar bei der Regie. RRP Media ist von Rainer Raschewski gegründet worden, einer der beiden Geschäftsführer von den aufgelösten MME-Studios, die für viele RTL 2 Produktionen verantwortlich waren, wie Dragon Ball Z, Digimon oder Detektiv Conan. Also Anime-Erfahrung war hier auf jeden Fall gegeben. Für den Sprecherpool gab es einige neue Gesichter. In die Rolle von Yusei schlüpfte unser Krillin aus Dragon Ball Z, Vanya Gehrig. Das Duell war gut und fair, aber mein D-Wheel bleibt hier, genau wie du. Als Jack Atlas hören wir Tobias Naht, den Mann von Rubina Naht. Und außerdem Victoria Frenz als Akiza, die wir zuvor zum Beispiel als kleine Schwester von Henry aus Digimon Tamers hören konnten. Konrad Bösers konnte sich wohl nur schwer von dem Franchise trennen und war als Seiya mit dabei. Und weil ich weiß, dass ich es
es mir in den Kommentaren anhören muss, wenn ich es nicht erwähne. Tommy Morgenstern aka Son Goku als Karlin Kessler. Bei Yu-Gi-Oh! 5Ds gab es aber neben dem Wechsel des Synchronstudios noch eine weitere Besonderheit. Denn ungefähr 2010 ging es 4Kids echt nicht gut. Wie, warum und was dann passierte, dafür mache ich nochmal ein ausführliches Extra-Video, weil es einfach ein sehr umfangreiches Thema ist. Na, auf jeden Fall war es so möglich, dass RTL 2 sich ab Folge 65 die original japanische Fassung besorgen konnte. Heißt, keine 4Kids-Schnitte, Dialoge oder Musik. Alles, was dann von RRP Media bei 5Ds bearbeitet wurde, basierte auf dem japanischen Skript. Dadurch wurden die Dialoge deutlich besser, aber eine Dialogverharmlosung blieb auch nach der Vorgabe von RTL 2 bestehen. Geschnitten wurde seitens des Senders nun selbst, aber zum Glück erst nach abgeschlossener Synchronisation, so dass eine ungeschnittene Version existiert und später durch KSM veröffentlicht wurde. Direkt in der ersten Folge, die aus dem japanischen Original übersetzt wurde, wurden zwei japanische Namen verwendet. Doch man machte sich tatsächlich nachträglich die Mühe und synchronisierte die Stelle mit den amerikanischen Namen nach, sodass die Kontinuität zu den bisherigen Folgen bestehen blieb. Leider verbockte es wohl RTL 2 vor dem Ende des Lizenzchaos mit 4Kids, sich die restlichen Folgen von 5Ds zu beschaffen, oder der Sender wollte die Serie nicht fortführen. Denn nach Folge 116 war Schluss und somit fehlen hier die Folgen 117 bis 154. Und wie bei GX haben es diese auch bisher nicht nach Deutschland geschafft. Tja, bei Yu-Gi-Oh! Sechsel ging es dann traurigerweise wieder zurück zur US-Fassung. In die Hauptrolle durfte dieses Mal Jan Makino schlüpfen als Yuma, den viele von euch als Moose aus Ranma ein Hype kennen dürften oder als Peru aus One Piece. Wenn man groß rauskommen will, muss man jede Chance nutzen. Das versuche ich eben. Sonst mit dabei war noch Rainer Fritsche als Astral, den ihr als Gomamon kennt, oder Tanja Schmitz als Tori. Sie hat man unter anderem als dritte Ayumi in Detective Conan hören können. Der Schritt zurück vom japanischen Original zur US-Fassung machte sich natürlich wieder bei den Namen und Dialogen bemerkbar. Große Auffälligkeiten gab es bei der Serie nicht, außer vielleicht, dass die ersten 30 Folgen noch bei RTL 2 im TV liefen, dann bis Folge 49 zuerst im Internet bei RTL 2 abrufbar waren und der Rest bis Folge 146 im Jahr 2014 bei ProSiebenMax im JEP-Programmblock folgten. Direkt im Anschluss gab es dann auch mit Arc 5 die nächste Yu-Gi-Oh! Serie. Neben der typischen US-Fassung ist hier ein deutlicher Abfall der Qualität zu spüren, was aber vor allem die Kontinuität der Sprecher betrifft. Amadeus Strobel übernahm hier die Hauptrolle als Yuya, aber nur bis Folge 131. Ja, zum ersten Mal der Geschichte von Yu-Gi-Oh! Wurde ein Hauptcharakter umbesetzt. Übernommen hat dann Philipp Süß, der aber bereits zuvor eine andere Rolle in dem Anime hatte. Dein großer Kampf ist mir egal, ich will nur meine Freunde zurück. Ich übernehme ab sofort die Kontrolle über dieses Duell. Gründe dafür gab es leider keine, genauso wenig wie dass Tim Knauer für die letzten drei Folgen in der Rolle von Declan für Bastian Sierich abgelöst wurde. Aber es wird noch interessanter. Yuto wurde in den ersten 50 Folgen noch von Tobias Naht gesprochen und dann mit David Turba, unter anderem bekannt als Edward Elric, ersetzt. Man könnte jetzt meinen, dass dies passiert ist, weil ein paar Folgen später eine alternative Version von Jack Atlas aus 5Ds in der Serie auftaucht und man nicht wollte, dass Tobias Naht doppelt besetzt wird, also auf Yuto und Jack. Doch falsch gedacht. Jack wurde in Arc 5 von Sandro Blümel übernommen, den ihr noch als Kid Gohan kennen dürftet. Wieso Tobias Naht nicht mehr zur Verfügung stand, kann ich leider nicht sagen, aber es kommt umso ärgerlicher, wenn er noch zuvor in der Serie zu hören war. Und was ist mit Yusei? Läuft alles wie vorgesehen? Wer ist der Master of Faster? Wer ist der Duellkönig? Genau, das bin ich! Natürlich muss ich erwähnen, dass zwischen den Episoden 50 und 51 ein Jahr Pause war und sogar der Sender von ProSiebenMax zu Nickelodeon gewechselt hat. Macht es aber nur bedingt besser. Na, immerhin hatte Arc 5 ein paar nette Synchron-Easter Eggs. Das war dann auch die letzte Yu-Gi-Oh!-Serie, die es nach Deutschland geschafft hat. Reigns, Sevens und Go Rush sucht man vergebens. Ob dies nun bedauerlich ist oder nicht, muss jeder Yu-Gi-Oh!-Fan für sich selbst ausmachen. Doch es war nicht ganz Schluss, denn die Nostalgie rettet die Anime-Reihe. Mit dem Film The Dark Side of Dimensions holte KSM Anime Yu-Gi-Oh! 2017 in die Kinos und schaffte es zusammen mit RRP Media, den absoluten Großteil des alten Sprechercasts zurückzuholen. Selbst Ricardo Richter als Mokuba, der sich stimmlich seit 2003 schon etwas verändert hat. Yugis Großvater wurde leider nicht mehr von Peter Gröger gesprochen, der inzwischen traurigerweise verstorben ist, sondern von André Bayer. Aber er hatte im Film eine sehr kleine Rolle, weshalb es zu verschmerzen war. Ansonsten war es cool, alle auf ihre alten Rollen zu hören und Christian Zeiger als Agami fügte sich super zum Rest ein. Überraschenderweise kündigte 2018 KSM Anime noch den Film Yu-Gi-Oh! Bonds Beyond Time aus dem Jahr 2010 an. Der Film sollte ursprünglich bereits 2011 in Deutschland laufen, konnte aber aufgrund des erwähnten Lizenzdramas bei 4Kids nicht umgesetzt werden. Umso cooler war es natürlich, dass der Film
Film mit den drei beliebtesten Hauptcharakteren doch den Weg zu uns gefunden hat. Die wichtigsten Rollen konnten wieder mit den damaligen Sprechern besetzt werden. Also Konrad Bösertz und Sebastian Schulz als Yugi, Vanya Gehrig als Yusei und Julius Jelinek als Jaden. Die mitschönste Überraschung war aber tatsächlich Till Hagen, den deutschen Sprecher von Kevin Spacey, wieder auf Pegasus zu hören. Auf dem Bösewicht Paradox wurde Stefan Gosler besetzt, der Sprecher von Jackie Chan oder Wodka aus Conan. Ob er hier nur besetzt wurde, weil Stefan Gosler bereits in der Serie die Zwillinge Para und Docs gesprochen hat, lasse ich jetzt im Raum stehen. War es Zufall, Absicht oder nur ein Versehen? Ihr entscheidet. Umbesetzungen gab es trotzdem. Yugis Großvater natürlich wieder, aber auch Professor Banner und Jack Atlas. Außerdem hat Mr. Yu-Gi-Oh! Jan-Fabian Krüger bei der Regie bei diesem Film ab und an zur falschen Zeit weggehört. Denn die Namen der Charaktere Maximilian Pegasus oder Leo wurden mal deutsch, mal englisch ausgesprochen. Leo, Luna, was ist los? Leo und ich haben im Internet die Geschichte der Duellmonster nachgeschlagen. Das ist Maximilian Pegasus, der Vorstandsvorsitzende von Industrial Illusions. Der großartige Maximilian Pegasus! Auch die Catchphrases, es ist Zeit für ein Duell oder so spielt man, wurden bedauerlicherweise nicht aus den Serien übernommen, sodass hier insgesamt ein kleiner Nachgeschmack bleibt. Mach dich bereit für das Spiel aller Zeiten! Lass das Duell beginnen! Aber hey, ich glaube insgesamt können Yu-Gi-Oh!-Fans mit der deutschen Bearbeitung zufrieden sein. Besonders in Anbetracht, was man aus den USA vorgesetzt bekommen hat. Besser als die Behandlung von Dragon Ball war es allemal. Mal sehen, ob irgendwann doch nochmal eine neue Serie hier erscheint oder vielleicht ein paar Filme. Was ich aber auf jeden Fall weiß, ist, wenn ihr diesen Kanal hier abonniert, dann bekommt ihr auf jeden Fall weitere Videos. Und eines habe ich hier zufälligerweise an meiner Seite, nämlich das Video zu der unbekannten Yu-Gi-Oh! Staffel Zero. Ich bedanke mich wie immer bei euch fürs Zusehen und mein ganz besonderer Dank geht an meine Patreons und Kanalmitglieder. Vielen lieben Dank für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Video auch schon wieder.